mit diesem bedrohlichen Sound. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt namens Unworthy. Ein Spiel, das von einer einzigen Person gemacht wurde, und zwar Alex Kuschmanowitsch. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kommt anscheinend irgendwie Richtung östlicher Raum. Es ist so eine Art 2D Dark Souls. Ich habe das bei irgendwem im Video gesehen. Ich habe nicht viel von dem Spiel gesehen, aber der Artstil ist sehr einzigartig. Na, vielleicht nicht unbedingt einzigartig, aber sehr interessant. Einziges Problem ist nur auf Englisch, aber ich glaube, da wird eh nicht so viel gesprochen. Von daher checken wir das mal aus. What the fuck? Okay. Kannst du es hören? Natürlich nicht. Es ist eine kaputte Glocke. Sie kann nicht erklingen. Du wirst immer Probleme haben. Vielleicht hast du Probleme, gehört zu werden. Aber am Ende bist du nur eine kaputte Glocke. Die Wahrheit ist grauenvoll. Die Glocke war einmal ganz zerstört bei einer zerstörten Welt. Die Glocke wird nie wieder erklingen. Oh shit, und das sind jetzt wir? Okay, wir wurden anscheinend gefangen gehalten und gefoltert. Okay, und wir sind nur ein Schatten unserer selbst. Okay, mal kurz Steuerung testen. Okay, ich habe auf X einen sehr delayten Angriff. Y macht nichts. Ah, und hier kann ich rollen, genau. Okay, oben links haben wir anscheinend einen Ausdauerbalken, der untere und der obere ist ein Lebensbalken. Was das U bedeutet, keine Ahnung. Wir sind Level 0. Oh shit, da ist ein Gegner. Kann ich schleichen? Kann ich springen? Macht ihr irgendwas? Oh shit. Ah, ich habe hier noch einen anderen Angriff? Ne, ist der gleiche Angriff. Das ist nochmal Rolle. Habe ich irgendwas in den Controls kaputt gemacht? Okay. Okay, wir müssen jetzt glaube ich erstmal diese Gegner hier besiegen mit einer Kette. Wir kriegen Sünden. Sünden ist sowas wie in Dark Souls die Seelen vermutlich. Jetzt einfach mal, also die Währung hier. Man bezahlt also mit seiner Sünde. Okay. Ach guck mal, ich kann auch so eine Combo machen. Die kann ich aber nur mit der einen Taste machen. Okay. Na, ich habe zwei Tasten, auf denen der gleiche Angriff ist, aber mit der einen kann ich so eine Combo machen. Oh shit, ist das ein Bogenschütze? Eine Falle? Oh shit, die ist gut, die Kombo. Okay, ich vermute, jetzt müssen wir hier gleich rollen. Okay. Oh, das ging einfacher als erwartet. Wo sind wir hier, ist die große Frage. Ich dachte, ich kann nicht springen. Ach so, ich soll über den Abgrund rollen. Was passiert denn, wenn ich einfach nur drüber laufe? Komme ich dann auch weit genug? Nein, also mit einer Rolle. What the fuck was that? Oh shit, ich habe davon schon Fallschaden bekommen? Ach du Scheiße. Und das ist anscheinend so eine Art Heilung? So ein Schrein? Okay. Das ist interessant. Also Fallschaden ist sehr gefährlich hier. Ich schaue mich auch wie die ganze Zeit mit diesen Ketten kämpfen. Das sieht schon ein bisschen wie Kratos aus. God of War, ne? Der hat ja auch so komische Haken. Ich finde den Artstyle halt sehr interessant. Okay. Moment. Activate. Achso, so aktiviere ich den. Okay. Ein Fahrstuhl.
Ah, ich muss warten, bis das runter ist, damit ich raus kann. Okay. Und nach oben kann ich Dinge... Okay. Also nach, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Ich kann hier durchlaufen. Oh, da muss ich auf jeden Fall alle Wände angucken und so weiter. Weil ich manchmal durch Dinge durchlaufen kann. Ist natürlich diesen Schwarz-Weiß-Art-Style ein bisschen... Ihr greift mich ja gar nicht an. Ich dachte die ganze Zeit, ihr werdet Gegner. Okay. Ich meine, ich will die Sünden eigentlich haben. Weil vielleicht kann man sich davon was Schniekes kaufen. Also wie gesagt, der Arzt ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr cool. Okay, was passiert jetzt? Mein Sohn. Oder mein Kind. Die Welt ist grauenvoll. Die Welt ist egoistisch. Ich werde versuchen, dich zu brechen. Nee, es wird versuchen, dich zu brechen. Sie wird es so versuchen. Es werden perverse Wahrheiten und Lügen. Sie wird deine Qualen teilen. Eieiei, okay. Also im Endeffekt ist alles scheiße, sehe ich das richtig? Die Welt ist zerbrochen. Ach, guck mal. Das war doch gerade... Hä? Warum sind wir auf einmal hier? Ist das vorher passiert? Okay, und wir haben auf einmal ein Schwert und ein Schild. Okay, ich kann angreifen. Ich habe eine 3. Komm, kann ich den Schild doch irgendwie benutzen? Mit rechts? Mit B mache ich Heilung. Okay. Bist du ein Freund oder ein Feind? Okay, anscheinend ein Freund. Bist du aufgewacht, kleines Lamm? Komm. Und... Ach Gott, Alter. Das sind Wörter, die kann ich nicht so direkt übersetzen. So gut ist mein Englisch nicht. Du bist gekommen, um der Herde beizutreten, nicht wahr? Viele sind diesen Weg vor dir gegangen, kleines Lamm. Viele sind umgekommen. Durch Dreck wurdest du mit dem Leben beschenkt. So ein Geschenk sollte nicht verschwendet werden. Du wirst das Leben umklammern. Du wirst marschieren. Du wirst den Ruf antworten. Denn das ist der Weg des Lamms. Okay, also der Typ hat auf jeden Fall richtig Bock. A Wolf. Der Zahn eines Wolfs ist vielleicht schnell verloren in Vlies. Okay. Sagst du noch mehr? Nein, okay. Vielleicht soll ich es einfach auf Englisch vorlesen. Ich bin zu schlecht, es zu übersetzen. Es tut mir leid. Aber das Problem ist halt, ich verstehe genau, was er... Oh Gott, ist das ein Gegner? Ich verstehe genau, was er sagen will, aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Oh. Okay, unser Schild ist anscheinend automatisch. Oh, snap, who are you? Chill! Okay, das ist ein bisschen uncool. Heiltrank. Okay. New Grimoire Entry. Was auch immer das Grimoire ist. Irgendwie so ein Buch. Okay. Ich kann direkt aus dem Rollen raus angreifen, richtig? Junge bewegt sich halt gar nicht. Okay, was war das? Warum ist der Bildschirm schwarz geworden? Okay. Es ist ein... Achso, Moment, ist nicht unten. Okay. Es ist ein sehr düsteres Spiel, wie man vielleicht merkt. Aber es sieht so gut aus eigentlich. Okay. Hier sind die nächsten Gegner. Okay, sehr gut.
Nein. Oh shit, er kann sich einfach währenddessen umdrehen? Okay, das ist kacke. Ich muss die richtige Abstand haben und dann... Perfekt. Small Sinner's Memory. Das ist wie die großen Seelen in Dark Souls? Ah, komm her. Okay, okay, ich hab ihn, Wir haben direkt den Hebel gezogen. Das ist ganz praktisch. Okay. Oh shit, hier ist noch wer zum Reden. Ein weiteres müdes Kind des Drecks. Du wirst bald unter dem Gewicht deiner Ambitionen zerstört werden. Früh genug. Deine Gedanken werden dich plagen und es wird dich twisten und es wird dich verbiegen. Und irgendwann wird es dich deformieren. Du wirst etwas jagen und es wird für immer außerhalb deiner Reichweite sein. Zeit wird vergehen und endlich wirst du es akzeptieren. Du bist nichts. Die Realität wird dich aufbrechen. Okay, nicht so gesprächig. Warum hast du mir so einen Scheiß erzählt, hä? Da kann ich dich? Nein, okay, kann ich nicht. Gut. Gut, also im Endeffekt, was ist das Brand? Sind das Checkpoints? Ich ging jetzt erst nochmal rechts. Ach so, sind... Nein! Oh, jetzt auch nicht, die sind wieder voll HP. Nein! Ah, fuck! Ich kann die Reichweite von meinem Schwert noch nicht einstellen. Ja, sollte ich da jetzt runtergehen oder sollte ich jetzt lieber erst hier lang gehen? Okay, danke Schild. Sehr freundlich. Ich glaube, wir müssen erst da rein, oder? Ich weiß es nicht. What? Da ist ein... Da ist ein Gegner hinter? Yo, das ist ja kaum arschig, ne? Holy shit, das war echt asozial. Wie ich den denn sehen sollen? Okay, hier geht's echt weit weiter. Vielleicht sollten wir doch lieber erst den anderen Weg gehen, Leute. Ach, guck mal, durch solche Dinge kann ich durchrollen. Was auch immer das darstellen soll. Nee, hier sind wir richtig. Ich muss erst einen anderen Weg gehen, Leute. Ich glaube, mit Rollen kommen wir ein bisschen schneller voran. Okay, wenn ich also brande, dann werde ich geheilt. Das ist gut zu wissen. Okay, wohin geht's hier? Throat of the Despair. Also quasi Hals der Verzweiflung. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Warum wird es so dunkel? Sollte ich hier noch nicht sein? Brauche ich hier erst eine Fackel? Katakomben von Ur. Leute, ich glaube, das ist eine schlechte Idee, hier hinzugehen. Ich sehe mich selbst nicht. Irgendwas ist hier. Erfolg freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet. Mein erstes Mal. Okay. War eine gute Idee, da runter zu gehen. Super. Ach, die Lappen sind jetzt natürlich auch wieder hier. Ach, Mann, jetzt hör doch auf. Alter, das Spiel ist schwer. What did just happen? Wir haben alle unsere Sünde verloren? Och nee. Diesmal weiß ich, dass du hier bist, mein Freund. Das ist ja super kacke. Ach ja, das war ja der. Du kleiner Scheißer. Schlag. Jetzt kriegst du voll aufs Maul. So, okay. Alter. Das war ein bisschen... Also, ich konnte das Ding auch gar nicht treffen, ne? Ich konnte das Ding wirklich nicht treffen. Weil ich habe ja geschlagen wie ein Bekloppter. Ich habe nicht mal einen Sound gekriegt. Game saved.
Map Parchment, an old piece of a catacomb parchment. Ah, okay. Das heißt, wir haben einen Kartenausschnitt bekommen. Der Friedhof. Ja, okay, da unten geht es auf jeden Fall noch weiter. Und die Killen sind anscheinend diese Checkpoints. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Tiefe. Bitte lass es nicht dunkel werden. Danke. Die vergessene Passage. Okay. Okay, die Gegner hier sind jetzt nicht so gefährlich, wenn man erstmal weiß, was sie tun. Und wenn man vor allem erstmal weiß, kann ich auch mein Inventar öffnen? Ach, guck mal, wir haben ein Inventar. Schwert und Schild. Schwert und Schild benutzt von gewöhnlichen Rittern. Ah, ja, 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 okay. Also diese, wir haben so einen Cooldown anscheinend und dann ist unser Schild wieder ready. Können auch gar keine Waffe haben, das ist aber ein bisschen uncool. Ah, wir kriegen auch Erfahrung, also können wir leveln. Wir haben 83 Leben, 62 Stamina, also Ausdauer, 11 Damage, 130 Rüstung, Items. Damit können wir uns heilen. Soul Flame Essence, das füllt sich an diesen Checkpoints auf und das ist unsere beste Heilung. Genau, und das gibt uns einfach ein bisschen Sinn, also ein bisschen Sünde. Die Relikte Grimoire. Ach, guck mal, das ist so eine Art Lexikon. A body drained of soul is said to be without purpose. In truth, it is an empty vessel, a home for something else. Also ein Körper, der von einer Seele besetzt ist und man sagt, er hat absolut keinen Sinn. Aber in Wahrheit ist es ein leeres Gefäß, eine Heimat für etwas anderes. Helvert. When existence itself is threatened, so those that are able to take up arms do. The most frightened tend to grab the longest weapon they can. Ah, okay. Also wenn die Existenz selbst bedroht ist, muss man bereit sein, sich zu rüsten und die Verängstigsten nehmen immer die längste Waffe. Crossbow. Those whose hearts were stricken with the most debilitating fear found comfort in ranged weaponry. Safety and distance is a luxury not afforded to all. Also die, die quasi noch mehr Angst haben, haben sich einfach eine ranged weapon geholt. Eine Crossbow, also eine Armbrust. Weil der Luxus von sicherer Distanz ist nicht jedem gegönnt. Ich habe bei jedem Charakter hier Angst. Ist das ein Gegner oder ist das ein Kollege? Ich kann mit ihm reden. There was a time when I would return Earth property to her. That time is no more. Es gab eine Zeit, an der ich das Eigentum der Erde zurück zu ihr geben würde. Aber diese Zeit ist nicht mehr. Foolish and arrogant were betrayed. Maturing embrace. Naiv und arrogant. Naivität und Arroganz wurden quasi hintergangen, okay. We burned her daughter and watched her roll over mother's flesh. What the fuck did just happen? We watched her suffer to extinguish our doings. Look at us now. Slaves to our all own insatiable aspirations. We did not know. Also der bereut's auf jeden Fall, würde ich schätzen. Sometimes I wonder if the flames can ever be extinguished. Perhaps it is the cycle that must be ended. Also müssen wir den Kreislauf jetzt brechen? Ist das jetzt unser Job hier? Wir sind auf jeden Fall immer noch auf dem Friedhof anscheinend. How about no? Ach nee. Bitte sei ein NPC. Oh, das sieht nicht nach NPC aus. Ja, GG, du kleines Arschloch. Das ist ein Boss? Das ist ein Boss und die Karte pausiert nicht mehr. Pausierst du? Okay. Nichts pausiert. Ach, Mann. Nein, oh, fuck. Okay, okay, okay. Chill, okay?
Okay, ich glaube, den habe ich. Ich mache ihm zwar gar keinen Damage, aber er ist nicht... Yo! Okay, er ist nicht schwer. Hm? Könntest du bitte... Oh mein Gott, hör auf! Was habe ich dir getan? Weißt du, in dem Moment, wo ich sage, ja, der ist ja nicht so schlimm, ne? Der ist ja... Sind wir jetzt wieder hier ganz hinten? Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll.